Georg Kreisler hat 1964 ein Lied geschrieben, das an Aktualität, traurigerweise an Aktualität, immer wieder gewinnt, mit jedem Jahr, mit jedem Monat, wo Menschen glauben und auch hier in Österreich glauben, dass das Militär uns zum Frieden verhilft. 1964, Georg Kreisler, der General. Der Vater ist Vertreter und ein ehrenwerter Mann, die Mutter eine Dame, wie man selten finden kann. Der Sohn hätte drum nach Wissen und Gewissen ein anständiges Jüngerl werden müssen. Doch Gottes Wege sind nun mal verworren und diskret, obwohl der Sohn studierte auf der Universität. Hat er, wer hätte damals das gedacht, den Eltern nichts als Schimpf und Schande eingebracht. Sie schleichen durch die Stadt und schauen niemand ins Gesicht. Der missgeratene Sohn ist nämlich, wissen Sie es noch nicht, der arme Mensch ist General. Das ist wahrhaftig ein Skandal. Er hätte wirklich, und dafür wird er noch brennen, auf seine Mutter etwas Rücksicht nehmen können. Er geht herum und macht sich groß mit einem Streifen auf der Hose. Die Mutter weint, die Augen blind. Er spürt so dort, als wäre er noch ein kleines Kind. Macht Leuten Angst und schlägt Krawall, damit man merken soll, er ist ein General. Sie haben noch drei Töchter, die machen ihnen Ehr. Die erste ist verheiratet, ich glaub mit einem Chauffeur. Die zweite hat sogar was mit einem Doktor. Der wird sie einmal heiraten, so sagt er. Die dritte ist noch ledig und sie lässt sich etwas Zeit. Man sagt, sie wird es schwer haben, weil sie kennt so viele Leute. Dabei muss man doch einräumen dem Kind, dass es zumindest bei der Sache gut verdient. Doch nur der eine Sohn hat sich so fürchterlich verirrt. Für ihn ist es nur wichtig, dass man schön im Takt marschiert. Links, zwei, drei, vier, fünf. Links, zwei, drei, vier, fünf. Jojo, er ist ein General. Da ist der Schaden schon total. Er näht sich Borten an den Rock und kleine Sterne. Und wenn die anderen salutieren, das sieht er gerne. Er schläft bei Nacht in einem Zelt. Und wenn er träumt, ist er ein Held. Dann wacht er auf und kriegt einen Zorn. Statt einem Wecker kommt der Goi mit seinem Horn. Ja, sagen Sie selbst, ist das normal? Aus dem wird nie etwas, der bleibt der General.